Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Ein bisschen im Freizeitlook. Ich bin gerade ja, am Nachrichten beantworten. Und ich hatte bei Facebook, hatte ich ein Bild geteilt von dem Horizon Platin-Thema. Und da hatte ich ein paar Anfragen gekriegt. Und da habe ich gedacht, ich mache mal dazu noch ein extra Video, damit ihr da Bescheid wisst. Also dieses Platin-Thema ist nicht im Store verfügbar. Also es ist schon im Store, aber nicht normal verfügbar. Also es ist nicht findbar. Man kann es auch nicht kaufen. Wenn ihr in Horizon Zero Dawn Platin macht, also bei mir ist es jetzt, boah, weiß ich nicht, 2 Wochen her oder so, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt für jeden ist, also jetzt für die, die es am Anfang gemacht haben. Und wenn ihr jetzt Platin macht, dass ihr das sofort bekommt oder auch 1 bis 2 Wochen warten müsst, das kann ich euch nicht beantworten. Ich kann euch nur sagen, nachdem ihr Platin habt, wie dann vonstatten geht, dass ihr dieses spezielle Thema bekommt. Und zwar müssen wir mal eine andere Sichtweise machen. So, ich habe mal hier meine E-Mail aufgemacht, die ich bekommen habe. Und ja, die sieht dann so aus, dass wir hier oben dann halt offizielle PlayStation-App ist Logo drin. Also das offizielle PlayStation E-Mail. Also ich habe hier nichts gefaked oder so, ich habe nur meine E-Mail-Adresse rausgemacht. Und dann haben wir dann halt hier dieses Horizon Zero Dawn Bild mit dieser fetten Platin-Trophäe am Anfang. Und unten drunter steht dann: Willkommen zu Hause, Jägerin. Hol dir deinen Preis. Herzlichen Glückwunsch, Aloy, vom Stamm der Nora. Du hast Platin-Trophäe in Horizon Zero Dawn erlangt. Als Belohnung gewähren dir die Ältesten dieses exklusive Design für PlayStation 4. So, und dann steht hier der Code. Den werde ich dann im Video natürlich schwärzen. Dann kann man hier unten auf Herunterladen gehen. Und dann sieht das so aus. So, ich habe mal die Szene gewechselt, dass ihr den Code eingibt im Store ganz normal. Ich habe jetzt auch meine Kamera ausgeblendet. Und dann könnt ihr, ja, dann gebt ihr den Code ein und dann steht das bei euch in der Downloadliste und dann erscheint das hier, wenn ihr das bestätigt habt im Store, erscheint es dann hier bei Downloads halt und dann installiert er das hier. Und hier steht dann halt auch Horizon Zero Dawn Platin Design. Also ist kein Fake, das ist wirklich so. Und dann das Bild haben wir hier so die, ja, die kann man ja mal ranzoomen. Na, das ist vielleicht ein bisschen viel. So, und da haben wir dann halt hier so ein paar Roboter als Bild, die hier unten alle vertreten sind und ein bisschen Himmel und hier die Platin-Trophäe. So, und dann sieht das so aus, wenn ihr das installiert habt. Das ist jetzt praktisch die obere Hälfte. Das ist auch kein, leider kein bewegtes Thema, also ein animiertes Thema. Ich hätte mir da jetzt vielleicht noch ein animierte Themen gewünscht, aber alleine das schon, dass das jetzt von Sony möglich ist, finde ich schon mal richtig klasse. So, und ihr seht da, hier bin ich jetzt zu meinem Profil gegangen. So, und das ist die untere Hälfte. Das habe ich versucht, dass man das irgendwie besser sieht. Hier sieht man es dann halt ein bisschen besser, habe ich günstig drauf gedrückt. Da sind dann auch nochmal alle Maschinen vertreten, auch der große und hier der große Flug und hier der kleine Flug. Also Flugapparat. Ja, hier sieht man es vielleicht dann noch ein bisschen besser. Das hier, das ist und das ist hier. Ja. Und hier ist es dann auch bei Designsauswahl wieder dieses Bild mit der Platin-Trophäe und hier Horizon Zero Dawn, Platin-Design. Und bei mir ist es halt mit einem Haken, weil ich es gerade aktiviert habe. So. Das war jetzt, wie ihr dieses Platin-Themen bekommen könnt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr da auch 1 bis 2 Wochen warten müsst oder ob das zeitnah passiert jetzt, ob das jetzt seit kurzem gibt oder vorher schon. Ich glaube nicht, sonst hätten schon andere mal ein Video darüber gemacht, dass es das gibt. Ich finde das auf jeden Fall klasse von Sony, dass sich Platin jetzt mal lohnt, dass man 1, 2, 3 exklusive Designs dafür bekommt.
Das ist, finde ich, sehr lobenswert. Vorher hat man durch die von den Platin-Trophäen halt nicht so viel gehabt. Man konnte halt sagen, ey, ich habe so und so viel Platin. Aber dass Sony jetzt auch so was Einzigartiges einführt, dass ein Design halt nur für Leute ist, die Platin haben, finde ich erste Sahne, finde ich toll. Das könnten sie auf jeden Fall weiterverfolgen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare posten, wie ihr das findet mit den exklusiven Platin-Design für Horizon Zero Dawn. Ob das gut oder ob das schlecht ist. Ja, gebt mal da so eure Kommentare ab. Das soll es jetzt auch soweit zu diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Ahoi, sagt euer Odin.